Was mir immer ein bisschen Probleme bereitet, ist, wenn ich über Design Thinking anfange zu sprechen, ist, ja, dass ich es nicht greifen kann. Und mein erster Versuch ist immer erstmal die Selbstbeschreibung wiederzugeben und dann wird Design Thinking verstanden als universell anwendbares Problemlösungskonzept, mit dem nutzernahe Produkte und Dienstleistungen kreiert werden sollen und das auch sowas wie eine neue Arbeitskultur mit sich bringt. Und die Situation damals war, dass ich hier in Berlin war, einige Freunde habe, die Design Thinking gelernt haben oder das auch betreiben. Und ich habe das immer wieder so also mitverfolgt, mitbekommen, und habe mich dann so für dieses Thema, entschieden. Die Versprechen von Design Thinking sind relativ groß. Und mir ging es damals so, als ich mit diesem Thema konfrontiert wurde, war das eine Mischung aus großer Neugier und vielleicht auch dem Wunsch, da mitzumachen. Gleichzeitig auch eine Skepsis, ob das dann einlösbar ist oder ob es vielleicht auch nicht zu schön klingt, um wahr zu sein. Und diese Mischung, weiß nicht, hat bei mir ein Unbehagen erzeugt. Und mein Eindruck ist auch, dass viele Menschen, die mit diesem Phänomen konfrontiert werden, dieses Unbehagen teilen. Und das war quasi der Ausgangspunkt, meines Interesses am Thema. Ja, also wenn du ethnografisch, forschst oder forschen willst, dann stehst du als erstes vor dem Problem, dass du einen Zugang zur Praxis finden musst oder einen Feldzugang, wenn man so will. Weil damit beginnt die Forschung. Mein Professor hat mir damals gesagt, als ich ihm das Thema vorgeschlagen habe, ja, okay, dann vergiss, was du jetzt weißt und geh ins Feld. Und dann begann für mich halt der Prozess der Suche nach einer Möglichkeit, Design Thinking quasi beobachten zu können. Und so bin ich dann mit verschiedenen Agenturen ins Gespräch gegangen und habe gefragt, ob sie mich bei sich willkommen heißen würden und ob es für sie okay wäre, wenn ich ein paar Wochen mit ihnen verbringe. Mein Forschungsansatz ist ein explorativer. Das heißt, ich gehe natürlich mit einem starken Interesse an diesem Thema rein, aber halt erstmal meine, weiß nicht, meine Augen offen dafür, was mir denn dazu begegnet. Und die Präzisierung des Ganzen, die geschieht im Forschungsprozess. Denn nachdem du im Feld warst, folgt dann natürlich auch eine lange Phase, in der du dich mit deinen Feldnotizen und all dem Material, das du gesammelt hast, am Schreibtisch beschäftigst und irgendwie versuchst, aus diesen Beobachtungen Schlüsse zu ziehen. Also Design Thinking sagt, dass es die menschliche Perspektive in die Entwicklung mit einfließen lässt, anstatt von technologischer Machbarkeit oder von ökonomischem Kalkül auszugehen, sollen quasi die Bedürfnisse von Menschen befriedigt werden. Dann ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie geschieht das? Also wie werden menschliche Bedürfnisse aufgefunden, und dann in Produkte oder Dienstleistungen überführt? Und diese Frage kann man beantworten, indem man sich, genau diese Prozesse anschaut. Also Design Thinking, tritt mit dem Anspruch auf, das kreative Potenzial von Individuen zu entfesseln. Und im Design Thinking haben Menschen, wenn man so will, eigentlich nur als kreative Subjekte Platz. Das heißt, als grübelnde oder zögernde oder schlecht gelaunte Subjekte, kommen sie im Design Thinking nicht vor. Und deswegen ist es also eine, weiß ich, eine anthropologische Setzung, die im Design Thinking passiert.